Heute regnet es. Und deswegen sitzen wir hier unten und müssen seit Ewigkeiten zum ersten Mal hier unten frühstücken. Und das in Panama. Und das, wo du gesagt hast, es regnet nicht mehr. Ja. Aber du willst ja Urwald haben. Ja. Und Urwald geht nur mit Regen. Die Annette zieht unseren ganz schmutzigen Fender an, damit wir den auch weiterhin benutzen können, weil der hat ziemlich die Schiffsoberfläche verschmutzt. Sehr gut. Ja, auf der Two Wishes bekomme ich jetzt meine Tauchflaschen gefüllt. Mal schauen, wie das so funktioniert. Da ist der Tauchkompressor. Heute, am 5. Dezember, gibt es hier wohl eine Sicherheitsunterweisung in Marina Puerto Linden. Richtig viel aufgefahren mit Frühstück und Getränke. Da lassen wir uns mal überraschen, was das denn wird. Das Werftgelände von Linden Bay Marina. Vorne sind die Stege. Oh, es sind schon einige Schiffe hier. Gibt es zwei Deutsche. Einer, der hat hier so einen Mechaniker-Service, macht Boote und Edelstahlschweißarbeiten. Und dann noch ein deutscher Segelmacher. Wie das genau heißt, es war nicht ganz einfach. Also die Annette sagt uns jetzt, wo wir hier sind. Und dann nämlich hingelaufen. In Guaira. Das ist oder so ähnlich. Am Ende der Straße von Panama. Guaira. Danach kommt nur noch Indianerland. Das hört sich ja gewaltig an. So, die laufen leer, laufen die dahin und beladen, kommen sie wieder zurück. Wir sind in Guaira und es gibt Camarons. Annette ist in ihrem Element. Zeit zu Ende. Dezember. Heute sind wieder mal Reparaturarbeiten an der Reihe. Das Licht von unserem Kompass ging nicht mehr. Da war die Birne durchgebrannt. Die habe ich jetzt
ersetzt, funktioniert wieder. Dann muss die Steuerkette mal wieder geschmiert werden und kontrolliert werden. Und da hinten ist der Ganghebel, der geht einfach zu leicht. Ich weiß nicht, ob ich den zu gut gefettet habe. Da muss ich mir was überlegen, wie ich das wieder festkriege. Und das alles hier vor der Insel Chichime in den San Blas oder Kunayala, wie das die Indigenen nennen. Wir haben Hähnchen gekauft. Wir haben in einem ganz kleinen Supermarkt. Aber sowas hatten wir noch nie. Guck mal, der guckt noch. Ein ganzes Hähnchen mit Kopf und allem. Aber schön gerupft. Ist da auch noch was drin? Wie schön, mein Freund. Was mache ich mit dir? Das legen wir dich ein als Mahnmal? Oder? Na gut, wir machen ihn einfach auf dem Grill. Genau. Hier seht ihr eins unserer neuen Solarpanels, 125 Watt. Das werde ich jetzt erstmal provisorisch anschließen. Und wenn dann unser Geräteträger kommt, wird das dann endgültig angeschlossen. Hier die Kontakte, die werde ich jetzt schön verlöten, damit es da auch keine Kontaktprobleme gibt. Da kommt die Maya mit Jana und Tobias an Bord. Und so paddeln hier die Kuna Indianer den ganzen Tag und verkaufen Lobster und Fisch. Wollten uns Fisch verkaufen, aber wir wollen heute ja Lobster haben. Den haben wir ja auch gestern schon bestellt. Was machst du denn hier heute? Ein Überzieher. Ein Überzieher? Für was denn? Nein, ich versuche, für unsere Sitzkissen oben einen Bezug zu nehmen. Aus alten Bettlaken. Weil die sind relativ neu, aber sie sehen immer dreckig aus. Und um die ein wenig zu schonen, wäre das schon sinnvoll, da was drüber zu haben. Außerdem ist es angenehmer, dann drauf zu liegen. Auch das. Endlich ist Freizeit angesagt. Der Nette, die hat heute Kuchen gebacken, Brot gebacken. Es schmeckt übrigens sehr lecker. Ich habe gleich eine Scheibe mit Nutella gegessen zum Kaffee. Boah, du Schlawiner. Und dann hat sie noch das Polster genäht, einen Bezug fürs Polster. Der Michael hat versucht, den Autopilot zu reparieren. Und jetzt gibt es einen entspannten Nachmittag. Hier im Paradies. Das ist Buck Island, also Sandfloh Island. Und das habe ich schon gespürt, gestern beim Kokosnussernten. Ich habe wieder 100 Stiche, oder Bisse besser gesagt. Aber hier an Bord ist es okay.
ist ein herrlicher Mond. So sieht er super aus. Das ist heute Abend unser Mond. Im Hintergrund ist Panama. Und die kleinen Inseln gehören alle zu St. Blas. Es gibt insgesamt 365 Inseln, aufgeteilt in verschiedene Inselgruppen. Und unterwegs sind wir zur Coco Banderas. Dort drüben. Winkern wir leider direkt von vorne. Unser Autopilot sagt leider immer noch nichts, hält keinen Kurs, zeigt keinen Fehler an. Die Reparatur hat leider nicht ganz funktioniert. Und dort liegt das Ziel unserer Bivouac und da werden wir jetzt ein oder zwei Tage bleiben. Die sieht fast aus wie Morphion. Um diese Inselgruppe zieht sich ein Riff von einer Länge von ca. 4 nautischen Meilen. Das macht das Segeln oder Fahren hier wie auf einem Ententeich. Total schön. Tatsächlich ist eine dieser Inseln wohl bewohnt, obwohl laut unserem Buch soll hier keine bewohnt sein. Wunderschön. Und wir sind fast allein. Diese Perle haben wir uns jetzt ausgesucht. Und dort werden wir jetzt gleich den Anker schmeißen. Annettes erstes Meister-Schneider-Meisterwerk ist fertig. Gar nicht wahr, es ist nicht das erste. Ich habe auch die Bezüge für den Salon gemacht. Das stimmt, also es ist nicht das erste, aber der Bezug für die Cockpitkissen ist fertig. Bist du zufrieden? Ja, ich glaube schon. Ist das jetzt meins? Sehr gut. Nee. Was? Ist das jetzt meins? Nee. Deins muss ich noch machen. Okay, aber ist ja das Gegenstück, das aber, geht ja so nicht. Aber festgehalten. Heute ist der 18. Dezember. Kuchen Sie aus Eimern. Und das muss der Michael jetzt gleich so unser Brot eingeschnitten geben. Und wahrscheinlich wird er auch selber gleich ein bisschen geben. Endlich mal sauer werden! Vor Weihnachten! Ich bin wieder mal am Autopiloten dran und ich vermute, dass die Kohle dahin ist. Also das ist hier die alte Kohle, schon ziemlich abgenutzt. Jetzt habe ich mir schon vor langem eine neue Kohle besorgt. Die passt leider nicht genau. Die sieht nämlich so aus und die werde ich jetzt umarbeiten. Und dann schauen wir mal, ob das Ding wieder funktioniert. Und das ist das Ergebnis von Annette. Das sind die Beetmännchen. Die lassen wir uns dann zum 4. Advent schmecken. So schön wird das jetzt hier angerichtet. Und heute ist kein Advent, heute ist nichts. Also es ist ein normaler Tag, es ist nämlich der 18. Dezember. Kaffeezeit auf der Limelight. Und das gehört auch dazu. Nach dem perfekten Kaffeetrinken mit den frisch gebackenen Beetmännchen und den Cookies wird jetzt ein bisschen entspannt, ein Hörbuch gehört oder ein YouTube-Video gesehen. So kann der Nachmittag auch vergehen. So, da hinten zur Insel, da wollen wir jetzt hin. Da soll es eine Bar geben. Vielleicht kriegen wir da sogar ein Bier. Weiß es nicht. Ja, hier sind ein paar kleine Hütten mit Hängematten. Da übernachten die Backpacker.
hier auf dem Island. Wir haben tatsächlich ein Bier gekriegt. $2. Ja, aber dafür, dass wir hier auf einer abgelegenen Insel sind, geht das. Und wir haben einen herrlichen Blick auf die Limelight, die da hinten so einsam vor sich hin schaukelt. Das sind die berühmten Molas, die hier angefertigt werden und verkauft werden. Other plastic and the tourists and the blue chocolate, yes, it's very different. Yeah. It's more like traditional, so more, many months to work. And tourists more like so the 5 days, 4 days in the working, and they sell it $20. This one is more six months, 4 months, 2 months. Ah, er hat uns tatsächlich eine Mola verkauft. Wir haben hart gehandelt und wir wissen immer noch nicht, ob das ein fairer Preis ist. Aber das ist das, was jetzt die Annette gekauft hat. Zeig mal hoch. Ja, das ist schon eine schöne Arbeit, traditionell. Und hat jetzt aber leider $18 und eine kleine Dose Kaffee gekostet. Wir werden uns überraschen lassen, wie das auf den anderen Inseln ist. Und wir können auch nicht so viele kaufen auf einmal, weil nachher stimmt der Preis nicht und außerdem kommen immer wieder neue Händler und alle wollen sie Geld verdienen. Genau. Wir verlassen Coco Bandera und fahren 3 Meilen Richtung Green Island. Die bringt uns jetzt hier raus. Mas